Hallo ihr lieben Berlin-Interessierten, ich bin heute in Niederschönhausen, das ist noch nördlich von Pankow und ich habe mir gedacht, da ich sonst nie hierher komme, weil ich jetzt gerade mal Bekannte von mir besuche, die noch weiter nördlich wohnen, nutze ich die Gelegenheit, mal etwas über diesen Betriebsbahnhof, den ihr jetzt hier draußen seht, zu berichten. Ich schwenke mal ein bisschen rum, hier gibt es ganz unterschiedliche Architektur. Ihr seht da nämlich einen Anbau. Dieser Anbau hier, der ist aus dem Jahre 1924 und dann gibt es hier noch die Gebäude aus dem Jahre 1901, die eröffnet wurden. Und das ist hier ein Straßenbahndepot, was für die BVG zu klein ist. Das wurde auch schon 1990 von der BVG geschlossen. Die haben das nicht mehr wirklich genutzt und seitdem verfällt es Stück für Stück, obwohl es eigentlich mehrere Angebote gab, was man machen kann oder beziehungsweise Vorschläge. 2018 sogar, laut eines aktuellen Artikels des Tagesspiegels, hat die BVG eine Anfrage gestellt, diese ganzen Gebäude, obwohl sie denkmalgeschützt sind, abzureißen. Und das ist ziemlich schade, denn es ist eine ziemlich große Fläche, wie gesagt, denkmalgeschützt, von verschiedenen Architekten hier ursprünglich mal erbaut. Eines, was ganz interessant ist, ist dieser Anbau hier, den ich schon mal kurz gezeigt habe, rechts. Der ist nämlich von einem Architekten, der unter anderem auch von meinem Kollegen Arne Krasting mit besprochen wird in letzter Zeit. Und zwar geht es um 20er-Jahre-Gebäude. Dieser Architekt heißt Jean Krämer. Der ist unter anderem auch öfter genannt als BVG-Hausarchitekt, obwohl er das eigentlich faktisch nicht war. Und der hat 1924 diesen Anbau da rechts bauen lassen, damit noch mehr Züge Platz finden. Aber nicht nur das, sondern 1924 hat er auch am Potsdamer Platz ein Gebäude bauen lassen oder hinstellen lassen, in Anlehnung oder inspiriert durch die USA. Die hatten das nämlich schon, und zwar unseren ersten Ampelturm, der am Potsdamer Platz stand. Dieses Gebäude ist tatsächlich von dem gleichen Architekten mit entwickelt worden oder mit designt worden, wie gesagt, mit Hintergrund, dass er in den USA, wo solche Türme schon standen, mit inspiriert wurde. Dieser Turm wurde unter der Nazizeit in den 30er Jahren entfernt, weil man nämlich unterirdisch den S-Bahnhof am Potsdamer Platz gebaut hat. Und im Hintergrund seht ihr so schön auch die Straßenbahn, der DNV, der sich um die Straßenbahnerhaltung, um die historischen Züge mit drum kümmert, der ist hier 2016 übrigens ausgezogen aus einigen Hallen. Bis 2016 gab es zwischenzeitlich mal eine Nutzung von denen und die haben hier alte Straßenbahnen gehabt. Jetzt sind sie in Köpenick. Also wir sind gespannt, was hier passiert. Wie gesagt, einige Gebäude verfallen. Aber dieses Gelände hier oder dieses Gebiet hier ist ganz interessant, weil die Stadt aus allen Nähten platzt mal wieder. Die Leute ziehen weiterhin nach Berlin. Und nun überlegt man ja auch weiter Richtung Blankenfeld, in die Richtung fahre ich jetzt auch, auszubauen, noch mehr Häuser zu bauen, damit die Leute noch weiter in den Speckgürtel ziehen, weil in der Innenstadt halt kaum noch Platz ist. So viel dazu, kurz und knackig und macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, einem kleinen Report irgendwo hier aus Berlin.